Wisst ihr was? Wir nehmen die hier. Weg, du weh. Oh shit. Ich meine, die können doch nicht durch die ganzen Wände hier hochgesehen haben. Ja, Ruhe. Legen wir los. Du. Wie? Okay. Wie kann das sein? Es waren. Du hattest auf dem Weg hier keine Probleme. Zu? An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Ja, ist schön. Hau ab. Ich kapier's ehrlich gesagt nicht ganz. Ich mach mal hier die Tür zu. Okay. Es ist weit und breit niemand da. Okay. Passt. Ich bin versteckt. Ja, jetzt sieht er mich, ist klar. Ich mache die Tür wieder zu. Ich genieße die Aussicht hier aus dem Büro. Ich mache auch diese Tür zu. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Okay. Fiber 0. Loses? Nee. Sizes takes Cress 2. Alter Fiber, nein. Stays auch 2. Deutet eigentlich auf die beiden S hin, oder? Einmal auffüllen, bitte, wenn es leicht geht. Haben wir noch irgendwo brauchbare Klammern? Ui, das sieht gar nicht gut aus im Moment. Hier. Ja. Nee, nee, doch. Doch. Hier noch. Schade. Nein. Komm schon, füll doch auf. Och, Menno, das zählt nicht. Und die hatten wir schon, oder? Ja, leider. Ah, Mist. Geh bitte in Deckung. Ich bin versteckt. Speed. Ein Treffer. South. Null Treffer. Also das S ist es nicht. P oder D. Track. Avoid. Nee, da wäre das O drinnen. P oder D ist that clues proud. Great path, truly. Okay, ich habe irgendwo einen Denkwurm jetzt drin. Bleib doch bitte in der Hocke, Madame. Breaks. Null Treffer. Okay. Okay, das heißt, Steel Breaks fährt weg. Split Square Raids. Warte mal. Raids, ja, Split. Null Treffer. Okay, Square Raids. White Cases. AEI fallen raus. Was? Bleib bitte in der Hocke. Danke. Natürlich, in dem Moment, wo ich das Ding knack. Buffs, Contrasts, Cells. P, gibt's nicht. Gaunt. Ja, Cells, Last Cloud, Cause. Null Treffer, okay, damit ist mein Gedankengang auch falsch. Versuche zurückgesetzt, sehr schön.
Was war mit Noel? Ein Treffer. Likes. Ein Treffer. Sei. Wahrscheinlich auch falsch, oder? Nein. Passt. Wir haben eh schon alles durchgelesen. Dankeschön. Okay, und jetzt hat mich keiner gesehen. Okay. Passt. Dann wollen wir mal kurz kontrollieren, ob das wirklich so stimmt. Hallo? Ja, stimmt so. Und dann hätte ich gesagt, schnell speichern im wahrsten Sinne des Wortes und runter mit uns. Nächster Halt, Erdgeschoss, Damenmode. Es ist schon wieder Nacht. Na klar, wenn ich oben bis in die Puppen warte. Eigentlich kein Wunder. Gut, das heißt, wir müssten uns jetzt mal innen umsehen. Und wir müssten... lokale Karte. X, danke. Das sind die Upper Stands. Und das ist der Cooks. Okay, begib dich zu Detektiv Valentine. Warum kann ich nicht mehr von der Karte sehen? Ist interessant, aber okay. Police House. All Faiths Kapelle. Okay. Sind wir schon unten? Nee. Du hättest auch weiterfahren können, lieber Aufzug. Gut, wir wollen... hier entlang. Okidok. All Faiths Kapelle, da waren wir noch nicht. Wir hätten ja jetzt unser eigenes Haus in der Stadt, oder? Neues in der Kapelle zu sehen. Und? Kommst du soweit in Diamond City zurecht? Danke. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Aber gerne. Ich hoffe, die Leute machen es dir nicht allzu schwer. Ich weiß, dass es hier als Fremder recht schwierig sein kann. Wenn... Ist ja? Die Kapelle nicht einer bestimmten Glaubensrichtung geweiht? Nein. Solange du überhaupt an irgendetwas glaubst, bist du hier immer willkommen. Diamond City ist voll von Leuten, die sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ich möchte nur nicht, dass sie darüber vergessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Deshalb ist die Kapelle auch rund um die Uhr geöffnet und steht jeder Glaubensrichtung offen. Solange sie friedlich ist. Sehr gute Einstellung. Danke, Pastor. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Ich weiß nicht so genau, zu welchem Gott ich beten soll. Der Pastor meint, das wäre nicht wichtig. Okay, du versinkst in stiller Andacht. Cool. Nutzen wir die Gelegenheit gleich mal, um wieder auf Tag zu stellen. Ich glaube, das ist sowieso günstiger für einen Missionsverlauf. Okay. Keine Ahnung, willst, ob dieses Beten wirklich was hilft, still. Aber halt Schaden dich von Ärger fern. Nicht. Okidok. Cool. Interessant. Okay, dann hier waren wir doch schon mal beim Butcher. Wenn irgendwie in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Mhm. Die Sekretärin des Bürgermeisters, komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Miss hallo. Portman? Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Arm. Bitte was? Und dumm? Ach, tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine.
Es gibt zwei Sorten von Leuten in dieser Stadt. Die, die in den Stands leben und die anderen, die unter uns leben. Ich kenne alle aus den Stands und du gehörst nicht dazu. Also warum verschwindest du jetzt nicht einfach? Wer bist du eigentlich? Anne Cortman von den Cortmans? Aus den Upper Stands? Wenn du noch nichts von uns gehört hast, zeigt das nur, wie unwichtig du bist. Also, verschwindest du jetzt oder nicht? Ja. Nee, das hier. Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Mrs. Cortman. Gehst du mir schon wieder auf die Nerven? Ich bin eine Cortman, nicht irgendeine Ratte von der Straße. Lass mich in Ruhe. Synthetische Wahrheit. Wo sind... Hello? Willst du mal was Lustiges machen? Lauf die Basis ab. Glaub mir, ist super. Ja, toll. Alles, was gehabt? Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Erzähl mir einen Witz. Alles, was gehabt? Was willst du damit sagen? Alles, was gehabt? Ja? Ach, dachte ich mir. Danke. Jetzt hey, wissen wir auch, Bruder, was Takashi ist. Ich muss dich mal was fragen. Ja. Nur zu. Ich bin ganz Ohr. Du warst eben in der Kneipe als. Du versucht hast, dem Barkeeper eine reinzuhauen. Worum ging's da? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Cook schläft mit meiner Frau. Und ich soll so tun, als wüsste ich nichts davon? Bis Cook irgendwann genug von ihr hat und sie dann wieder zu mir gekrochen kommt? Und was soll ich jetzt genau machen? Ich werde zurückgehen und mit ihm reden. Ich möchte, dass du mich begleitest. Du hast ja gesehen, dass er mich sonst nicht ernst nimmt. Ich will ihm wirklich nicht wehtun. Ich will einfach nur, dass er Darcy in Ruhe lässt. Wenn du nur mit ihm reden willst... Wozu brauchst du mich dann? Ich will Cook nicht wehtun. Aber wenn er nicht auf mich hört, dann weiß ich nicht, wozu ich fähig bin. Wenn er dich hinter mir sieht, wird er es nicht wagen, wieder so überheblich zu reagieren. Und dann wird auch niemand verletzt. Okay. Ich helfe dir. Okay, gut. Gut. Ich bin sicher, Cook zieht den Schwanz ein, wenn er mich mit dir sieht. Versuchen wir es. Das wird besser funktionieren, wenn ich mit Cook rede. Ich glaube nicht. Cook könnte versuchen, sich rauszuholen. Schade. Und du kennst ihn nicht so gut wie ich. Bringen wir das hinter uns. Komm schon. Das Institut? Ich habe vor denen keine Angst. Nein. Lalalala. Gut, dass er nicht langsam geht. Ich warte oben auf dich, okay? Hey, Darcy. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Red am besten mal mit Doc Crocker im Mega Surgery Center. Wo willst du hin? Ach, nirgends. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja. Wir sehen uns zu Hause. Interessant. Könnten Sie reingehen, Monsieur? Danke. Hello. Danke. Ich kann also nicht vor ihm reingehen. Gut. Dann dort. Komm nicht zu spät. Ich werde da sein. Ich muss nur noch zumachen. Wir müssen reden. Meine Güte, Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist an der Zeit, dass du mal die Klappe hältst und zuhörst, Cook. Was zum Teufel soll das? Und was machst du hier? Sag mir nicht, dass er dich angeheuert hat, um mir Angst einzujagen. Macht das irgendeinen Unterschied? Ich möchte nur wissen, wen ich erschießen muss, wenn die Knarren gezogen werden. Nun, Paul, ich höre. Was hast du dieses Mal zu sagen? Nur das. Du lässt Darcy ab sofort in Ruhe. Sonst... Das ist keine gute Idee. Du solltest mich nur mit einer Waffe bedrohen, wenn du auch vorhast, sie zu benutzen. Du glaubst, ich werde sie nicht benutzen?
Soll ich dich einfach erschießen? Willst du mir das sagen? Versuch's. Warum wartest du nicht erstmal, ob Cook dir zuhört? Ich verstehe dich ja, Paul. Du bist zu Recht sauer auf mich, aber wir können noch eine Lösung finden. Ich höre. Okay, ich halte mich ab jetzt von Darcy fern. Es ist vorbei. Du hast mein Wort drauf. Dein Wort? Was ist denn schon dein beschissenes Wort wert, hä? Ich mach's wieder gut. Ich weiß, wie man an eine Menge Kohle kommt. Jetzt sofort. Wir wissen doch beide, dass Darcy nur zu mir kommt, weil sie sauer auf dich ist. Wenn du wieder flüssig wärst, wäre alles anders. Außerdem schulde ich dir was. Für das, was ich getan habe. Und? Was sagst du? Wie willst du uns alle reich machen, Cook? Kommt her, das erzähle ich euch. Also pass auf. Ich habe da noch ein anderes, Geschäft nebenher laufen. Eins davon ist, Nelson Latimer dabei zu helfen, das Geld seines Vaters zu verpulvern, damit er sich wie ein Gangster fühlen kann. Okay. Wer ist Nelson Latimer? Malcolms Junge. Ein arroganter, kleiner Scheißer. Aber nützlich. Denn er hat jede Menge Kohle und hält sich für einen aufstrebenden Mafia-Boss. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für Nelsons Kohle Camps gibt. Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das Geld und die Camps. Ich weiß nicht. Da sind eine Menge Unwägbarkeiten im Spiel. Vertrau mir, wir bekommen das ohne Probleme hin. Das Treffen findet immer am selben Ort statt und sie bringen immer die gleiche Anzahl an Leuten mit. Die werden gar nicht kapieren, was los ist. Ich bin da eher zwiegespalten. Warte mal, ich habe erst noch ein paar Fragen. Ja? Was denn? Warum willst du diese Typen plötzlich über den Tisch ziehen? Oh, das ist ganz und gar nicht plötzlich. Nelson beschwert sich schon länger über die Höhe meines Anteils. Ich glaube, er will das Geschäft demnächst alleine durchziehen. Also habe ich auf die richtige Gelegenheit gewartet. Und hier ist sie. Noch mehr? Gefällt mir gar nicht. Was passiert danach? Werden wir nicht verfolgt werden? Komm schon. Du kennst die Antwort darauf. Keine Zeugen. Noch mehr? Warum sollte man Camps nach Diamond City schmuggeln? Die sind hier doch nicht illegal. Klar. Aber Bürgermeister McDonough verlangt einen ordentlichen Anteil von allen Camps, die in die Stadt gebracht werden. Nicht jeder hält das für ein faires Geschäftsmodell. Und da kommen Nelson und ich ins Spiel. Er streckt das Geld vor, ich kümmere mich um die Kontakte. Billige Camps für Diamond City. Hat jeder was von? Noch mehr? Nee, das war's eigentlich. Dann bist du dabei? Eigentlich nicht. Sind die anderen später? Schätze, das Risiko ist es wert. Ziehen wir's durch. Schätze, es ist das Risiko wert. Ziehen wir's durch. Was meinst du, Paul? Klingt das gut? Gut? Eher nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du mir hilfst, reich zu werden. Kommt wieder zurück herein. Schön für ihn. Vielleicht darf ich raus. Ja, perfekt. Die Sache gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Na, wenigstens geht er nicht im... Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhe. Im Schleichschritt ist ja auch schon was wert. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Sünd bist. Bleib einfach bei mir. Okidok. Dann wollen wir mal. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ein ganz mieses Gefühl. Oh oh, da zielt jemand auf uns. Shit! Gut, 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 gut. Mal sehen, ob wir aus der Nummer rauskommen oder wie wir aus der Nummer rauskommen. Auf jeden Fall. Vertrau mir, Paul.
Das wird schon alles werden. Ja, wir werden sehen. Ich weiß jetzt schon, was da schief geht. Ich hoffe nur, dass du nicht wieder versuchst, mich zu verarschen. Meine Güte, Paul, wie kommst du denn auf sowas? Ich weiß, dass du und Malcolm euch seit Jahren über mich lustig macht. Armer Paul, hier gibt es warum nichts kriegt zu sehen. Bloß nichts auf die Reihe? Was? Nein, so ein Unsinn. Ich dachte, wir wären Freunde. Hoppla. Ja, dachte ich auch. Okay. Okay, weiter, Plünderer. Aber du siehst das alles ganz falsch. Diese Sache mit Darcy, wie gesagt, das ist einfach passiert. Da ging es nicht um dich, Paul. Ich will... Darf ich nur mal kurz die Aufgabe hier aktivieren? Ich will da nicht mehr drüber reden. Wie du meinst. Oh Gott, wir haben so viele Nebenmissionen jetzt plötzlich. Was, noch 100 Meter? Seid ihr verrückt, ihr zwei? Oh Gott. Nelson glaubt langsam, dass er mich nicht mehr braucht. Hartmanns, okay. Sekunde, ich komm gleich. Sieht nicht gerade nach der besten Gegend aus. Bin schon da, Leute, weiter geht's. Wir sind spät dran, aber ich bin sicher, dass Trish die Camps nicht rausrückt, solange ich nicht da bin. Sie ja, vertraut sorry. Nämlich nur mir. Ich musste das jetzt schnell checken. Nehme ich mit, danke. Nix. Zwei Kronkorken, besser als nix. Bin hier. Da wären wir. Das Treffen ist gleich da vorne. Es sind immer vier von Morowskis Schlägern dabei. Trish, die Anführerin, und drei Typen, die das Boot entladen und mit ihren Knarren rumfuchteln. In diesen okay. Gebäuden dürftest du eine gute Schussposition finden. Ich warte, bis du schießt und mache dann von hier aus mit. Denk daran, es darf niemand entkommen. Okidok. Cool. Wie cool ist das denn? Erwischt! Du Scheiße! Passt auf! Ich glaube, ich habe einen erwischt! Ja, ja. Mach keinen Stress, alter Mann. Wisst ihr was? Wir nehmen die hier. Weg, Tobi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nee, sie tut keinem mehr was. Na komm schon, Baby. Passt. Er ist tot umgefallen, oder wie? Ah. Okay. War ja nicht so ein Erfolg, hätte ich gesagt. Juhu. Patrone, Kronkorken. Ja, den nehme ich natürlich mit. Worauf du einen lassen kannst. Ja. Submachine Gun. Nett. Wen haben wir hier? Noch einen Todesschützen. Ja. Submachine Gun. Danke. Nelson Latimer. Dankeschön. Aber da fehlt doch einer. Die hat Wert 109. Ja, dafür kriegt man sogar was. Madame? Du musst mich nicht töten. Ich werde nicht reden, ich schwör's. Keine Angst, hatte ich auch nicht vor.